Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von mir. Ihr seht mich nicht, weil ich möchte euch meinen Anblick heute nicht zumuten. Wir haben den 1. Mai, ich war ein bisschen spät im Bett gestern und sehe unheimlich derangiert aus. Und, oh wartet, ich muss mal eben das Ding hier wegmachen, das regt mich gerade ein bisschen auf. So, muss ja alles schön sein in so einem Video, ne? Also das möchte ich euch auf jeden Fall nicht zumuten, ne, wie ich jetzt aussehe. Ich bin ja auch voll so in Schillerklamotten nur und so. Und ich habe einfach keine Lust, mich jetzt zu schminken und mir die Haare zu stylen. Aber ich habe Lust, ein Video zu drehen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach mal so. Und zwar haben ja zwischendurch immer ganz, ganz, ganz viele von euch gefragt, Cosi, wann machst du mal wieder ein Let's Read? Die habe ich ja damals quasi ins Leben gerufen. Na, ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Buch es zuerst war. War es der Dan Brown? Ich weiß es nicht. Müsste mal bei mir im Kanal gucken. Und auf jeden Fall sind diese Videos ja immer sehr gut bei euch angekommen. Da habe ich es immer so gemacht, dass ich halt gesagt habe, so, ich lese jetzt dieses Buch wegen, keine Ahnung, aus 1000 Gründen. Wieso, weshalb, warum? Und dann habe ich immer jeden Tag ein Video hochgeladen und den Lesestand quasi euch mitgeteilt. Also wie es mir gefällt und worum es so geht. Und natürlich, ich habe nie gespoilert. Ne? Ich würde nie das Ende verraten in einem Video. Und ihr habt halt ganz oft gefragt, ob ich das mal wieder machen könnte und so. Und ich werde es diesmal aber anders machen. Ich werde nicht jeden Tag ein Video hochladen, sondern ich werde zwar jeden Tag jetzt immer etwas drehen. Also immer, wenn ich, nee, jeden Tag auch nicht. Also immer, wenn ich halt weiterlese in dem Buch, dann werde ich eine kleine Sequenz aufnehmen und werde die dann am Ende zusammenschneiden und dann quasi ein Let's Read machen, ja, bei dem ihr mich dann quasi beobachten könnt. Aber ihr könnt ja trotzdem zeitgleich, während ihr die einzelnen Episoden guckt in diesem Video, könnt ihr das Buch ja trotzdem lesen. Ne? Weil es ist sonst für mich ein bisschen umständlich, wenn ich da jeden Tag ein Video hochlade. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden. So, entschieden habe ich mich nämlich für den neuen Roman von Joël Dicker oder wie auch immer man ihn ausspricht. Und das ist nicht dieses Buch. Da möchte ich aber trotzdem kurz was zu sagen. Das ist der Debütroman, den er geschrieben hat. Und ich glaube, es war 2013, als ich das Buch gelesen habe. Es gibt da auch ein Video zu. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das erklärt dann auch, warum da ein Kussmund drauf ist. Also der war da nicht drauf, ne? Den habe ich da drauf gemacht. Ich habe dieses Buch geknutscht, weil ich es so, so, so arg geliebt habe. Tolle Story. Also wer das Buch noch nicht kennt, sollte es lesen. Ich habe damals zu dem Buch gegriffen, weil es sehr polarisiert hat. Ich habe einige Meinungen im Internet gesehen oder teilweise auch im Fernsehen. Das war mal in so einer Literatursendung. Die einen haben es zerrissen, die anderen haben es gelobt. Und solche Bücher, die finde ich dann interessant. Also weil ich halt gucken will, wie finde ich es denn? Und ich fand es einfach genial. Ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Gerade, ich kann mich erinnern, so den letzten Teil dieses Buches, ich habe es so gesuchtet. Ne? Ich bin bald bekloppt geworden, weil ich wollte immer schneller lesen, immer schneller, immer schneller. Weil ich wissen wollte, wie es denn jetzt letzten Endes dann zu Ende geht. Ne? Aber schneller als normal lesen kann ich ja auch nicht. Und das habe ich bald wahnsinnig gemacht. Ne? Ja, und ich habe dieses Buch geliebt. Und wie gesagt, guckt euch das Video zu diesem Buch, mein Video zu dem Buch, einfach mal an. Und wer halt Joël Dicker noch nicht kennt, kommt dann vielleicht auch auf die Idee, dieses Buch zu lesen. So, die Geschichte in dem Buch war abgeschlossen. Das heißt, der neue Roman hat gar nichts mit diesem zu tun, glaube ich zumindest. Also ich habe nichts anderes gehört. Und jetzt, ganz frisch erschienen in dieser Woche, ist die Geschichte der Baltimores. So, ich muss euch noch was sagen. Ich finde die Cover total klasse, weil das ja hier wirklich so aussieht, als wenn man da ein Loch reingerissen hat. Und das geht auch immer hier so weiter. Da, ne, das sieht total cool aus. Und da wollte ich euch nämlich auch noch was zeigen, denn später gab es vom Piper Verlag einen Vorschaukatalog. Da ging es dann um die Taschenbuchausgabe dieses Buches, die es natürlich jetzt mittlerweile auch schon gibt. Ne? Und da bin ich mich voll gefreut. Und dann habe ich das nämlich rausgerissen aus dem Katalog. Da haben so einige Leute ihre Meinung gesagt und die haben das mit in den Vorschaukatalog genommen. Also das waren einmal Presseleute wie Christine Westermann, Elke Heidenreich oder die Basler Zeitung. Dann waren es Menschen aus dem Buchhandel, die Buchhandlung Decius aus Hannover, die Bücheroase Schliersee. Und es gab auch Lesermeinungen und da steht unter anderem auch meine. Ja, da steht, wie grandios ist bitte dieses Buch? Harry Kuber oder
Henri Kuebert, ich weiß immer noch nicht, wie man ausspricht, hat mein Leseleben verändert. Da, that's me. Ja, fand ich total geil und vor allem auch geil aufgemacht, weil es eben ja so passend zu dem Buch ist, ne? Das ist hier übrigens Joël Dicker. Schnuckelchen, ne? Guck mal, der ist schon hübsch. Ja. Und genau, das, dieser Zettel, der ist nämlich immer hier drin in dem Buch. So. Und jetzt, wie gesagt, habe ich dann gehört, oder ich habe schon vor einem halben Jahr natürlich gehört, dass Joël Dicker jetzt seinen zweiten Roman veröffentlicht. Und der heißt Die Geschichte der Baltimores. Und ich weiß nichts über dieses Buch. Ich weiß gar nichts. Und es wird auch so bleiben. Ihr wisst ja, wenn ich so Lieblingsautoren habe oder wenn es Bücher sind, auf die ich einfach aus irgendeinem Grund total heiß bin, will ich nichts wissen. Natürlich könnte ich mir jetzt hier die Kurzbeschreibung durchlesen. Ich blende euch die auch gerne mal ein. Ihr könnt die jetzt stoppen. Ich lese sie nicht. Und so, ne? Habt ihr jetzt vielleicht gelesen? Ich werde es nicht lesen, weil ich überhaupt nicht wissen möchte, worum es da geht. Weil ich will es entdecken auf diesen Seiten, die ich lesen werde. Und deswegen fange ich gleich damit an. Und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo mich die Geschichte hinführen wird. Guck mal, und auch hier wieder diese Löcher in den Seiten, diese angedeuteten Löcher, ne? Das Witzige ist, also das, was hier steht, steht auch wirklich da auf der nächsten Seite, ne? Seht ihr das? Warte mal. Ne? Hier könnt ihr jetzt, was steht da? Die sie spielen sollen und reden beim, und wenn ihr hier guckt, ne? Steht es da auch wirklich. Ah, ich finde es total geil gemacht, ne? Sieht schön aus. Okay. Und wie fängt das Buch an? Moment. Mit einem Prolog. Und die Geschichte fängt an einen Monat vor der Katastrophe im Jahr 2004. Okay, also wie gesagt, ich weiß nichts. Ich gehe total jungfräulich an dieses Buch ran und werde euch dann weiter auf dem Laufenden halten. Vielleicht werdet ihr mich dann zwischendurch auch mal sehen. Also nicht mehr heute, ne? Aber wenn ich vielleicht morgen weiterlese oder übermorgen oder so, dann kann es auch passieren natürlich, dass ihr mich lest. Man könnte es eigentlich fast einen Vlog nennen, ein Let's Read Vlog. Ja, ich nenne es einfach ein Let's Read Vlog, weil ja, ich euch auf dem Laufenden halte und eben immer alle paar Tage mich mal kurz äußere zu diesem Buch. Und ich bin so gespannt drauf und ich freue mich wahnsinnig. Und ich habe auch schon hier meinen Tee. Zeige ich euch mal mit der geilen Team-Teewig-Tasse. So, der darf natürlich nicht fehlen. Jetzt nicht, dass ich hier noch einen Teefleck aufs Buch mache irgendwie, ne? Und da ist heute ein Schwarztee drin, weil wir jetzt noch vormittags haben. Also jetzt nicht ganz so früh, es ist nicht mehr morgens, aber es ist noch vormittags, da darf ich noch schwarzen Tee trinken, um wach zu werden. Und ja, ich trinke jetzt den Tee und werde in diese Geschichte abtauchen und bin sehr gespannt. Und ja, melde mich dann weiter, wenn ich so einen kleinen, oder melde mich wieder, wenn ich so einen kleinen ersten Eindruck zu diesem Buch habe. Okay, bis später! Ey, Kossi, du bist auf Seite 9 und meldest dich schon wieder. What's wrong? Ja, ey, ich habe schon voll was entdeckt. Ich habe nämlich jetzt hier die ersten Seiten gelesen, ne? Und dachte schon bei dem Namen Markus mit C geschrieben, ne? Dachte ich schon, hä? So hieß doch auch der Typ in dem Buch. Ja, und tada! Die Kossi hat dann jetzt festgestellt, es geht tatsächlich um denselben Markus. Wie heißt er mit Nachnamen? Ich glaube Goldman. In dem ersten Buch war es ja, oder ist er ja Schriftsteller, beziehungsweise möchte er gerne ein erfolgreicher Schriftsteller werden. Ja, und mittlerweile ist er es wohl. Also es scheint doch der gleiche Protagonist zu sein wie aus dem anderen Buch. Aber trotzdem habe ich die Vermutung, dass die Geschichten jetzt nicht miteinander zu tun haben, weil eigentlich die Geschichte aus dem Buch zu Ende erzählt war, ne? Aber es geht um den gleichen Typen. Ja, das habe ich schon mal herausgefunden und das wollte ich euch auf jeden Fall schon mal mitteilen. Ich bin ganz stolz. Und hier seht ihr meine heutige Socke. Ja, ich habe das Buch inzwischen nämlich hier in meiner Leselotte. Und genau, und werde jetzt weiterlesen. So, meine Lieben, mal wieder ein kleiner Zwischenstand. Ich bin jetzt auf Seite 42 mit dem dritten Kapitel oder beim dritten Kapitel. Und ich kann jetzt schon sagen, ich liebe dieses Buch. Es ist eine dieser Geschichten, die, ja, wie soll ich sagen? Also ich habe das natürlich öfter bei Büchern und finde es schade, wenn es bei Büchern nicht so ist, dass es mich, also dass mich ein Buch echt auf den ersten Seiten schon packt. Und dieses Buch hat es auf jeden Fall geschafft. Ich liebe diesen Schreibstil, der mich
tatsächlich auch erinnert an das erste Buch von Joëlle Dicker. Also ich kann so einen Schreibstil immer schlecht erklären. Also es ist einfach so, dass die Schrift, ach die Schrift, sei schon die Sprache, irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise melodisch ist, dass man so im Fluss ist, im Flow. Also man liest so und es ist nie so, dass man stockt, weil da vielleicht kurze Sätze bei sind oder so. Es ist einfach so, wow. Also man liest so und denkt, ja, so, ich unterhalte mich jeden Tag hier mit Joëlle Dicker und mag es einfach zu lesen, was er so schreibt. Also ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist tatsächlich so. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht tatsächlich um Markus Goldman, den wir als Schriftsteller auch schon aus dem Harry-Kuber-Buch kennen. Ich würde trotzdem im Moment noch sagen, dass man das erste Buch dafür nicht gelesen haben muss, um jetzt diese Geschichte zu verstehen. Würde natürlich aber dazu raten, das erste Buch zu lesen, weil es einfach auch geil war, ne? So, und jetzt gehen wir in seinen Heimatort zurück und er erzählt so ein bisschen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Und es beginnt so, dass ihm ein Hund zuläuft und er weiß halt nicht, von wem dieser Hund ist und er möchte den natürlich seinem Besitzer wiederbringen und jemand sagt ihm dann, also Hunde finden den Weg nach Hause alleine, folg du einfach dem Hund und zwing den Hund jetzt nicht, dir zu folgen. Und das macht er, also er lässt den Hund quasi laufen und geht hinterher, ne, damit er den Hund halt den Besitzern wiedergeben kann. Und er ist dann total erstaunt, dass er Alexandra wieder trifft, die scheinbar seine Jugendliebe ist. Ja, viel mehr zu Alexandra weiß ich auch noch nicht. Und selbst wenn, würde ich es natürlich jetzt an diesem Punkt auch schon nicht mehr verraten. Aber so beginnt er eigentlich anzudeuten schon, dass ja, es damals irgendwann in der Jugend wohl eine Katastrophe gegeben haben muss, die auch mit der Alexandra zu tun hat. Also er hat wohl die Beziehung, die es wahrscheinlich dann auch schon war, beendet, aus welchem Grund auch immer. Alexandra nimmt ihm das scheinbar heute noch übel. Sie hat sich zwar gefreut, Markus wiederzusehen und natürlich auch ihren Hund wiederzubekommen, aber ja, also man weiß als Leser, irgendwas war da. Und das ist schon so das, was natürlich super neugierig macht auf die Geschichte. Und parallel dazu erzählt Markus Goldman ja seine eigene Jugenderfahrung, was die Familie angeht. Also das Buch heißt ja auch Die Geschichte der Baltimores. Und es ist so, dass sein Teil der Familie, also sein Vater und seine Mutter, in Montclair wohnen und der andere Teil der Familie, sein Onkel mit den Kindern und seiner Frau, in Baltimore. Und Zeit seines Lebens hat er seine Familie in Baltimore beneidet, weil die bessere Häuser oder ein besseres Haus hatten, die hatten ein schöneres Auto, die hatten mehr Geld, die waren erfolgreich, ne? Und seine Familie halt nicht so. Und er hat sich immer gefreut, wenn er gerade in den Sommermonaten mit seinen beiden Cousins dann halt die Zeit dort verbringen konnte. Also man liest halt so heraus, dass er total neidisch war eigentlich. Und er hat sich auch für seine eigene Familie geschämt. Und ja, das ist so das, was jetzt hier wirklich auf den ersten knapp 40 Seiten beschrieben wird. Und ja, es geht weiter. Und ich denke mal, ab jetzt werde ich wahrscheinlich zum Inhalt nichts mehr sagen, weil ihr wisst ja, ich möchte natürlich nicht spoilern, aber wenn ich die ersten 40 Seiten erkläre, finde ich, ist es noch total okay. Aber ja, meine nächsten Sequenzen des Videos, ich denke mal, da wird es eher noch so ein bisschen um den Leseeindruck gehen und ob mich das Buch weiterhin begeistert begeistert und weiterhin bei der Stange hält oder nicht. Aber ich glaube schon. Also dieser Sog, der auch bei dem Buch mit Harry Kuber halt wirklich von Anfang an da war, den merke ich auch jetzt. Es ist echt so, ja, es ist, du fängst an zu lesen und du bist drin in der Story. Also da ist nicht irgendwie, keine Ahnung, oh, wir müssen uns erst rantasten und beschnuppern und keine Ahnung. Das ist so wie, ja, wie, ich weiß jetzt irgendwie kaum sagen, es ist so wie Sex ohne Petting vorher. Ey, hallo, Kosti, hast du das wirklich gesagt? Ja, aber kennt ihr das nicht? Kennt ihr das? Also, dass man einfach zack, bumm, man ist da.
da drin. So, also, oi, ich reg mich hier schon wieder am Kopf und krank. Aber so ist es bei manchen Büchern einfach. Ne? Da brauchst du nicht so, ey, erstmal 3 Stunden hier streicheln und, ja, gewöhne ich mal in die Geschichte. Es gibt ja wirklich so Bücher, da brauchst du 50 Seiten, bis du drin bist in der Story. Ja, und bei diesem Buch ist es nicht so. Du bist sofort drin, ohne viel Tamtam, ohne viel rumstreicheln und Gedönse und, ja. Du bist drin in der Story. Ich liebe es bis jetzt schon. Echt, überleg mal, und es sind nur 40 Seiten bis jetzt gewesen. Aber ich bin natürlich gespannt, wie es weitergeht. Und freue mich darauf und werde jetzt natürlich weiterlesen. Hallo meine Lieben, neue Location, gleicher Tag, Abend. Yes. So, wir haben immer noch den 1. Mai und ich war heute Nachmittag noch unterwegs. Und deswegen bin ich nicht so zum Lesen gekommen, wie ich hätte kommen können. Aber ich bin jetzt auf Seite 133 und werde damit das Lesen für heute auch beenden, denn ich liege schon im Bett. Yay! Und werde jetzt gleich schlafen. Und wollte euch noch sagen, ich habe mir meine Fingernägel noch lackiert. Und der Leo kommt mich gerade besuchen. Leo! Ja, komm mal her, mein Süßer. Oh, der möchte mitlesen. Ja, komm mal her. Ja, genau. Also ich hatte mir meine Fingernägel heute Nachmittag noch lackiert, deswegen sind die jetzt anders. Und beziehungsweise heute Mittag. Ja, ich bin jetzt ein bisschen müde. Und jetzt wollte ich euch aber wenigstens noch erzählen, wie es weiterging. Also natürlich, ne, werde ich halt nicht spoilern, aber zwischenzeitlich fand ich die Story jetzt ein kleines bisschen langatmig. Also Markus Goldman ist ja der Hauptcharakter in diesem Buch und der erzählt halt rückblickend immer wieder Sequenzen aus der Kindheit und parallel dazu erfahren wir immer etwas von seiner Gegenwart. Und das, was jetzt halt früher passiert ist mit diesen beiden Cousins, die eigentlich gar nicht wirklich seine Cousins sind, beziehungsweise einer ist nur sein Cousin. Der ja, der Leo jetzt gesagt. Genau. Also der eine ist sein Cousin und der andere ist eigentlich ein Freund, aber später gehört er zur Familie dazu und deswegen sind es dann beides seine Cousins quasi. So, und auf jeden Fall sein richtiger Cousin wird arg in der Schule gemobbt und das ist schon echt ganz, ganz, ganz viele Kapitel lang. Also es ist zwar interessant und ich glaube auch, dass es eine Rolle spielt so für die Geschichte, aber ich fand, es war schon sehr, sehr ja, langatmig. Also es waren sehr viele Seiten, die jetzt nur mit diesem Mobbing zu tun hatten. Und ja, jetzt habe ich gerade hier dieses 8. Kapitel beendet und ein böser Cliffhanger am Ende. Denn, was war das hier? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Da steht, das war 1993, 11 Jahre vor der Katastrophe. Der Countdown hatte begonnen. Genau, weil wir wissen immer noch nicht, was es für eine Katastrophe war oder ist, die damals irgendwann passiert ist. Ja, aber anscheinend geht die Geschichte ja darauf hin zu. Ja, so, und mehr erzähle ich jetzt wirklich nicht, weil sonst würde ich wahrscheinlich spoilern. Ne? So insgesamt reizt es mich auf jeden Fall, die Geschichte weiterzulesen, weil das, was in der Gegenwart passiert mit ihm und mit diesem Mädchen oder mit dieser Frau, von der ich ja schon erzählt hatte, auch das ist auch super interessant. Dann hat er noch einen ganz witzigen Nachbarn, der auch super gerne Schriftsteller wäre, aber das irgendwie nicht zustande bekommt, auch nur eine Seite irgendwie zu schreiben. Und das ist sehr skurril, ja. Und dann spielt noch ein Hund halt eine große Rolle, hatte ich glaube ich schon erwähnt auch, ne? Das ist der Hund von dieser ehemaligen Freundin von ihm. Und ja, es sind sehr viele, eigentlich sehr viele rote Fäden, die wahrscheinlich irgendwann zu einem großen Knäuel zusammenfinden werden. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es sehen, wenn ich morgen weiterlese. Für heute schließe ich meine leicht schmutzige Leselotte. Und ja, wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Dem Leo auch. Leo, wir schlafen jetzt, ne? Ja, du süß. Und der guckt immer zur Tür, weil er wahrscheinlich auf die Emmy wartet. Emmy? Du bist der Leo. Du bist der Leo. Wo ist die Emmy? Ja, keine Ahnung. Was ist denn? Ach, da kommt die Emmy. Da heißt die Emmy. Guck mal, da sitzt sie. Ja, komm. Naja, schauen wir mal. So, auf jeden Fall werde ich jetzt hier das Licht ausmachen. Und
und melde mich dann wahrscheinlich morgen Abend wieder, wenn ich wieder ein paar Seiten gelesen habe. Und vielleicht seht ihr mich dann ausnahmsweise auch mal. Also wie gesagt, heute war jetzt irgendwie nicht so. Ich musste mich zwar noch restaurieren, aber ich bin natürlich jetzt schon im Bett wieder nicht mehr restauriert und deswegen könnt ihr mich wieder nicht sehen. Aber ich hoffe, das ist auch okay für euch, wenn ich das auf diese Art und Weise hier heute erstmal so mache. Und ja, dann sehen wir uns dann im nächsten Teil dieses Videos. Okay, Leo und ich wünschen euch eine gute Nacht. Leo, was ist denn da oben? Leo, der ist so hübsch, ne? Guck mal, ey. Der ist so hübsch. Oh, und alle. Oh, Leo. Du bist so hübsch. Der passt so gut zu meinem Bettbezug mit dem Weiß, ne? Leo. Du bist ein ganz, ganz hübscher Kater. Ja. Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Und für euch dann bis gleich und für mich bis morgen oder übermorgen oder wie auch immer, je nachdem, wann ich es schaffe, wieder zu drehen. Okay, bis dann. Tschüss. Hallo, meine Lieben. Wo sieht man es? Wartet, da. Kapitel 17. Ich muss jetzt aber erstmal was sagen zu diesem Video, weil ihr jetzt bestimmt denkt, in diesem Video sieht man die Kossi ja gar nicht. Ja, bis jetzt zumindest nicht. Vielleicht denkt ihr ja auch, hey, die Kossi sieht man in diesem Video ja gar nicht. Ja, also, es sind ein paar Tage vergangen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das letzte Mal gefilmt? Am 1. Mai, ne? Sonntag. Heute ist schon Mittwoch. Ihr seht es daran, dass mein Nagellack hier schon ein bisschen arg abgesplittert ist. Aber nur der grüne. Die anderen gehen eigentlich noch. Muss ich morgen aber trotzdem ablackieren. Und ja, es verhält sich nämlich so. Also ich lese ja meistens und am liebsten abends. Ich befinde mich jetzt nicht im Bett, sondern auf meiner Couch. Da ist mein Bücherregal. Ja, und genau, ich sitze hier so in meiner Leseecke quasi. Und es ist immer so, dass ich, wenn ich ja abends lese, also jetzt so wie, nee, anders, ich muss anders erzählen. Also erstmal Montag bin ich überhaupt nicht zum Lesen gekommen. Dienstag, also gestern, habe ich nicht so viel gelesen, als dass ich da irgendwas zu hätte sagen können. Das ist eigentlich doof, wenn ihr jetzt die Seiten hier so seht. Ich mache es mal zu. Nicht, dass ihr da schon irgendwas lest, was ihr nicht lesen wollt, ne? Ja, auf jeden Fall ist es so, hier übrigens meine Heizdecke, ne? Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich brauche ja immer abends meine Heizdecke. Egal, wie warm es draußen ist. Ja gut, im Sommer jetzt nicht so. Aber jetzt im Moment brauche ich die noch. Egal. Ich drifte es schon wieder ab. Ja, genau. So, und dann ist es normalerweise so. Gestern habe ich nicht ganz so viel gelesen. Genau. Und da hatte ich halt nicht so viel zu erzählen. Und jetzt habe ich aber jetzt schon so eine Stunde, anderthalb gelesen. Und habe jetzt gedacht, jetzt muss ich mal kurz einen Zwischenstand berichten. Das Problem ist aber, dass ich ja schon vorhin auch Sport gemacht habe. Danach habe ich natürlich geduscht, die Haare gewaschen und alles. Das heißt, ich bin abgeschminkt. Ja, und jetzt könnt ihr sagen, und dann traut sie sich nicht vor die Kamera. Ja, genau, dann traut sie sich nicht vor die Kamera. Nee, ich mag mich einfach dann nicht. Also ihr wisst ja, ich bin jetzt kein Mensch, der super doll geschminkt ist. Aber ich mag es einfach nicht vor der Kamera, ungeschminkt. Also dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ey Gussi, bist du krank? Weil die Kamera so viel schluckt und das Einzige, was übrig bleibt, sind Augenringe. Nee, echt jetzt. Also nee, ich mag das einfach überhaupt nicht. Und ja, und deswegen müsst ihr euch jetzt so ein bisschen halt damit dann zufrieden geben. Aber morgen ist ja Feiertag, Donnerstag, der 5. Mai. Und ja, da stehen die Chancen sehr gut, dass ihr mich auch mal wieder seht. Aber egal, ich wollte jetzt ein bisschen weiter erzählen über das Buch, beziehungsweise nein, über das Buch eigentlich gar nicht. Ich möchte ja nicht spoilern oder so, ne? Ich bin also jetzt bei Kapitel 17 und sag mal so, ne? Ey, voll so, Daumen hoch.
Ja, ich kann ja nichts verraten. Also, es ist spannend. Es sind immer noch so Rückblenden immer. Also, er switcht immer zwischen den Zeiten, ne? Zwischen damals, als irgendeine Katastrophe passiert ist, die ich immer noch nie weiß, und zwischen heute. Und ja, es ist sehr spannend. Es geht zwar immer, wenn er so von damals erzählt, da geht es jetzt im Moment gerade viel so um Football und so, weil da sind die ja noch jugendlich, ne? Also er mit den Cousins da und so, ne? Ja, Football ist jetzt natürlich nicht so mein Thema, aber ich glaube, dass das eben alles eine wichtige Rolle spielt. Also es geht unheimlich viel um Freundschaft, es geht aber auch um Missgunst und Neid und es geht ein bisschen auch um Liebe. Und es ist eine perfekte Mischung. Also bis jetzt könnte es fast ein Jugendbuch sein, wenn diese Schilderungen aus der Jetztzeit nicht wären. Ne? Also wenn man jetzt nur das nimmt, was Markus Goldmann erzählt aus seiner Jugend, ne, könnte man sagen, es ist ein Jugendbuch. Ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Welche Seite ist denn das jetzt? Seite, ups, 219. Ja, und ich werde auf jeden Fall heute noch, ach, keine Ahnung, bestimmt bis Seite 300 lesen. Ich darf ja heute länger aufbleiben, weil ja morgen Feiertag ist, ne? Da darf die Kossi auch schon mal ein Stündchen länger aufbleiben. Ja. Und das werde ich auch tun. Und ich möchte auf jeden Fall, wie gesagt, wissen, wie es weitergeht. Und ich denke mal, dass ich mich da morgen noch mal melden werde. Weil, weil ich dann wahrscheinlich geschminkt sein werde. Ja, und bis dahin habe ich ja dann wieder einiges auch gelesen und kann da vielleicht noch ein bisschen zu sagen. Also, wenn ich jetzt, oder ich wurde auch schon gefragt bei Facebook, ne, ist es jetzt besser als, wie hieß das noch, Harry Kuber, das Geheimnis, nee, wie hieß das nochmal? Ah, es liegt jetzt da, die wahre Geschichte. Jetzt, sag mal, jetzt fällt es mir nicht ein, wie hieß denn nochmal das erste Buch? Die wahre Geschichte des Harry Kuber? Ey, normalerweise steht immer hier drin, von dem Autor auch erschienen schon dieses und jenes Buch. Und hier steht es jetzt, also ihr wisst schon, Harry Kuber auf jeden Fall. Ne, wurde ich schon gefragt, ist es besser oder ist es schlechter? Also erstmal muss ich sagen, es ist total anders. Also man kann es überhaupt bis jetzt überhaupt nicht vergleichen, weil Harry Kuber oder Henri Kuber oder wie immer man das auch ausspricht, war für mich eigentlich schon mehr so ein Thriller. Ne, da ging es ja. Ja, eigentlich auch um Mord und Totschlag und so, ne? Das ist jetzt hier nicht der Fall. Also es ist total anders. Würde oder müsste ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt aber schon entscheiden, welches Buch ich besser finde, würde ich zu diesem Zeitpunkt sagen, Harry Kubert, Harry Kuber oder wie auch immer er heißt. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ne? Aber ich weiß ja noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe ja hier noch nicht mal die Hälfte, ne, gelesen. Das sind, oh, nicht die letzte Seite aufschlagen, nachher liest da auch einer was. Sind ja irgendwie über 500 Seiten, ne? Ja, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Aber es ist auf jeden Fall so ein Buch, ja, das eigentlich schon sagt, guck mal, ich bin aufgeschlagen, komm rein, Kossi, setz dich hier so schön hin, hier so, kriegst ein paar Möhrchen, ich bin ja im Moment so möhrensüchtig, ne? Das Buch sagt mir gerade, komm hier, da setz dich hin, hier genau, in die Mitte des Buches. Setz dich hin, iss ein paar Möhrchen, trink ein Teechen und ich klappe mich dann zu. Also das Buch, ne? Sagt das ja mal noch. Klappe mich dann zu und du bist so drin. Mitten in der Geschichte. Ja, das sagt dieses Buch im Moment zu mir. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und sag mal, ich werde mich mal wahrscheinlich morgen wieder. Und vielleicht werde ich es dann schaffen, bis zum Wochenende das Buch zu Ende zu lesen und dann wird auch recht zügig dieses Video online gehen dann. Aber ich muss mal gucken, ne? Weil, ja, Lesen ist ja immer so eine Kopfsache. Dafür muss man natürlich auch Zeit haben. Man muss Zeit haben, sich zu konzentrieren und ja, deswegen, ach, mal gucken, ne? Ich lasse einfach mein Leben mal laufen und guck, was passiert und wir sehen uns, wenn wir uns sehen, ne? Oder ihr seht mich, wenn ihr mich seht. Ja. Okay, bis dann. Hier bin ich es doch noch mal. Guck mal, wer mir jetzt hier Gesellschaft leistet. Das ist die Emmy. Die Emmy kommt immer hier hin, wenn ich hier sitze und lese. Das macht der Leo nicht. Also das ist schon eigenartig, ne? Die haben beide so ihre Eigenarten. Der eine macht es so, der andere macht es so.
Ja, und die Emmy ist auch eine hübsche, ne? Du bist eine kleine Diva. Du bist eine Prinzessin und du bist wunderschön. Man muss Katzen das jeden Tag sagen. Das ist ganz wichtig für ihr Ego. Ja, das ist einfach wichtig, damit sie sich gut entwickeln und selbstbewusst durchs Leben gehen und so. Ne, Emmy? Du bist ja eine ganz selbstbewusste Katze, ne? Und du bist so hübsch. Oh, ihr Feinschnuppe mal. Ja, okay. Katzenoverload. Ist ja schon gut. Ich bin wieder weg. Hallo meine Lieben, ich bin's schon wieder, beziehungsweise meine Stimme ist schon wieder. Alles anders als geplant. Ganz anderer Tag als geplant. Ich sitze auf meinem Balkon. Ihr könnt jetzt nicht viel sehen. Ich habe extra meinen Tee hier davor gestellt, damit ihr nicht unbedingt lesen könnt. Aber ich mache es gleich. Nee, ich mache es glaube ich zu. Ne? Also ich wollte euch nur zeigen, dass ich jetzt bei Kapitel 30 bin. Übrigens. Blueberry Popcorn? Nee, Blueberry Pop oder so heißt der Tee, der hier drin ist. Natürlich vom Teewicht. Ne? Ja, wollte ich nur kurz sagen. Stelle ich jetzt mal weg. Mache ich immer zu. Ja, also auf Kapitel 3, bei, auf, ja genau. Bei Kapitel 30 bin ich. Sitze in der Sonne. Ich voll hier so eine alte Schlafanzughose an, aufgekrempelt. Knie natürlich eingecremt, wie der Rest des Körpers auch. Ja, also, das Buch lässt mich nicht mehr los. Ich habe gestern nicht ganz so viel weitergelesen, dafür dann heute umso mehr. Und ja, was soll ich sagen? Es ist in meinen Augen eine typisch amerikanische Familiengeschichte, die geprägt wird, ja, aus allem irgendwie, aus Bewunderung, Neid, Intrigen, Liebe, Betrug, alles so, was man in so einer Familiengeschichte halt erwartet, mit Geheimnissen, die nach und nach belüftet werden, die wahrscheinlich immer noch weiterhin zu diesem großen Showdown führen, der irgendwann kommen wird. Es ist auf jeden Fall weiterhin super spannend. Ja, und ich werde jetzt hier in der Sonne noch ein bisschen lesen. Weil man muss das Wetter ja mal ein bisschen ausnutzen, ne? Also, gefällt mir auf jeden Fall weiterhin gut. Blöd jetzt nur, dass ich euch immer noch nichts Großartiges zeigen kann. Aber ja, so ist es nun mal jetzt. Also, ach so, genau, ich bin auf Seite 343 übrigens, ne? Also ungefähr, ich bin hier zwei, ups, mal gucken, hier so ungefähr. Das ist jetzt hier nur der Klettverschluss, das Knacken, ne? Hier so. Zwei, drei, vier. Ja. Okay. Bis irgendwann mal. Man sieht sich. Schicke Hose, ne? Habe ich vorhin schon gesagt. Alte Schlafanzughose. Ja, ich habe mir einfach irgendwas übergezogen, was man halt auf dem Balkon halt anziehen kann. Ja, den Rest zeige ich euch nicht. Weil der sieht nämlich ganz unselig aus. Aber egal. Faul sein gehört auch mal dazu, ne? Okay, bis dann. Nee, wofür? Moment, jetzt, ich sehe hier nichts, weil ja die Sonne jetzt natürlich hier so blendet. Ey, jetzt sehe ich den Stoppknopf nicht. Doch, warte mal. Ich glaube, ich habe ihn. Hallo, meine Lieben. Kossi ist tatsächlich auch wirklich mit Kopf und Gesicht und so da. Ja, zum letzten Teil meines Let's Reads Vlogs, was es ja im Prinzip war. Ich habe dieses Buch mir gerade vor meine Brille geknallt. Ich habe dieses Buch zu Ende gelesen. Nicht heute, sondern vorgestern. Und da habe ich auf dem Balkon gesessen. Und ich habe natürlich gedacht, schade, dass ich jetzt die Emotionen, die ich am Ende dieses Buches hatte, nicht per Videokamera aufgezeichnet habe. Denn ich habe geweint am Ende. Nicht, weil das Buch so unheimlich traurig so war, sondern weil es ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht hat. Also es ist ja immer so, wenn man ein Buch liest, dann spielt ja immer die eigene
Vergangenheit, Gegenwart, eigene Träume, Ziele, Wünsche, die man sich so oder die man so im Leben hat, ne, spielen ja irgendwie immer eine Rolle, wenn man ein Buch liest. Also jeder Leser liest eine Geschichte nun mal anders. Und auf mich hat dieses Buch halt eine bestimmte Wirkung gehabt. Diese Wirkung habe ich ganz oft bei Büchern, bei denen man sich am Ende so fragt, was wäre, wenn das Leben desjenigen damals so und so verlaufen wäre. Ne? Also ich frage mich ja manchmal selber auch, so wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mich, keine Ahnung, vor 20 Jahren anders entschieden hätte, als für den Weg, den ich dann gegangen bin. Ne? So, man kann sich ja mal so entscheiden oder mal so. Und dementsprechend ändert sich natürlich das ganze Leben. Und ich fand diese ganze Geschichte total gut. Also, wie ich ja schon mal gesagt habe, in einem anderen Teil auch, es ist eine typisch amerikanische Familiengeschichte, die viel aus der Jugend heraus von Markus Goldman so erzählt. Übrigens, Markus Goldman ist ja der Autor, über den Joel Dicker in dem Buch schreibt. Ne? Und irgendwie sehe ich immer, und das war auch bei Harry Kuber schon so bei dem Buch, sehe ich immer Markus Goldman als Joel Dicker. Irgendwie denke ich immer, der erzählt uns seine Geschichte. Ne? Also für mich im Kopf vermischen sich immer so diese beiden. Und ja, er erzählt halt seine Geschichte. Und warum er Bücher schreibt und, also jetzt nicht Joel Dicker, sondern Markus Goldman, ne, der Protagonist des Buches, ne, warum er Bücher schreibt und wieso, weshalb, warum die Geschichte sich so entwickelt. Und ja, also mehr zu der Geschichte an sich kann ich euch nicht erzählen. Ich habe euch in einem anderen Teil auch schon gesagt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste die Geschichte der Baltimores oder die Wahrheit über den Fall Harry Kuber. Wäre es eine sehr schwierige Entscheidung. Ich würde mich für Harry Kuber entscheiden, weil mir die Geschichte an sich noch besser gefallen hat. Aber es ist eben eine total andere Geschichte. Man kann es nicht vergleichen, weil Harry Kuber ist keine Familiengeschichte. Die Geschichte der Baltimores aber schon. Und ich bin natürlich irgendwie gespannt, ob Joel Dicker noch ein Buch rausbringt, also weil eigentlich möchte ich schon wissen, wie ist es jetzt nach dieser Geschichte der Baltimores mit Markus Goldman weitergegangen? Wobei wir ja einiges wissen, weil wir ja Harry Kuber gelesen haben. Und wer es nicht gelesen hat, der sollte es lesen. Also ihr könnt die beiden Bücher unabhängig voneinander lesen. Wenn ihr jetzt erst Joel Dicker für euch entdeckt und sagt, oh nee, jetzt will ich aber erst das erste Buch lesen, ne, dann könnt ihr es machen. Also es ist nicht so, dass in einem Buch was anderes aus dem anderen Buch gespoilert wird oder so. Ihr könnt die unabhängig voneinander lesen. Es betrifft ja total andere Zeitspannen, die in den Büchern so stattfinden, und das ist vollkommen okay. Ja, und der Leo rastet mal wieder so ein bisschen aus hier. Also das ist total egal. Die Wahrheit über den Fall Harry Kuber ist übrigens jetzt auch gerade als Taschenbuch erschienen. Also wenn ihr erst mit dem Buch anfangen könnt, macht das, ne? Harry Kuber hat mich noch ein bisschen mehr gefesselt, würde ich sagen, durch die Spannung. Also die Geschichte der Baltimores ist auch spannend, aber Harry Kuber ich weiß mal nicht, wie man ihn ausspricht, ist ein bisschen mehr so, hat ein bisschen mehr Thriller-Elemente, ne? Würde ich sagen. Und ja, also man kann die Bücher beide eigentlich nicht vergleichen, sie sind aber auf jeden Fall klasse. Und ich liebe es, dass ich so in diese Geschichten so reinplumpse und festsitze. Also das ist bei beiden Büchern so, weil mir einfach der Schreibstil total gut gefällt. Und außerdem finde ich, dass beide Bücher zusammen im Bücherregal sowieso auch klasse aussehen. Ich glaube, ich kann die gar nicht hochheben. Ey, die sind so schwer. Warte mal. Oh. Na, guck mal, wenn die so da stehen. Das sieht schon gut aus. Ja. Und außerdem habe ich ja nicht mal eine Woche gebraucht für über 500 Seiten, was im Moment für mich wirklich ein guter Schnitt ist. Weil ihr wisst, dass ich lese im Moment nicht ganz so viel, weil sich einfach mein ganzes Leben total geändert hat. Aber ich musste immer wieder in den Lesepausen, an den Tagen, an denen ich nicht zum Lesen kam, musste ich immer wieder auch an die Baltimores denken und auch danach übrigens. Also es ist so ein Buch, das mich auch sehr still zurückgelassen hat. Also wie gesagt, ich habe ein paar Tränchen auch verdrückt, weil so ein bisschen was davon auch von meiner eigenen Geschichte in dem Buch drin war, also was ich für mich daraus erkannt habe. Und
Es ist so ein stilles Buch, kennt ihr sicher auch, das schlagt ihr zu am Ende und dann möchtet ihr erstmal auch überhaupt nicht reden, ihr möchtet gar nichts sagen und ihr seid irgendwie noch total so zwischen diesen ganzen Darstellern irgendwie gefangen und wollt ihr eigentlich gar nicht so richtig raus. Und ja, das ist so, diese Protagonisten werden so echt im Laufe der Geschichte und ich finde, das macht Joel Dicker super. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob was Neues von ihm rauskommt. Wahrscheinlich wird es wieder 3 Jahre dauern, ne? Weil jetzt war ja auch Harry Kubert ist 2013 erschienen und jetzt 2016 halt das Neue. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das ist das Ende meines Let's Reads Vlogs. Und ich bin natürlich schon ein bisschen neugierig, so wie ihr die Idee jetzt fandet, dass ich hier so einen Vlog gemacht habe. Ich gucke ja auch einige YouTuber, keine Booktuber, sondern YouTuber, die auch so Daily-Vlogs machen und so. Und dann habe ich gedacht, boah, ey, was das für eine Arbeit ist, ne? Also für mich wäre das nichts, also jeden Tag so ein Video zu drehen und so, ne? Aber so wie es jetzt so war, finde ich es okay. Und ich werde alles zusammenschneiden, dass alles als ein Video dann hochgeht. Und ich bin natürlich gespannt, wie ihr das so findet. Und wenn ihr sagt, Mensch, Kostja, das war interessant, auch wenn wir dich zum großen Teil im Video überhaupt nicht gesehen haben, war es interessant und wir möchten gerne demnächst öfter mal solche Videos haben, dann müsst ihr mir das sagen, dann mache ich das natürlich auch. Und also zu Büchern jetzt, wo ich selber so denke, so das könnte auch einige Leute interessieren. Ich würde es jetzt nicht zu jedem Buch machen, weil da wäre mir dann auch wieder der Aufwand zu groß. Ne? Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Ne? Ich bin da nicht mehr ganz so fit drin, was solche Sachen angeht. Ja, okay, also ich werde jetzt den Rest des Tages genießen. Heute ist Sonntag und zwar ist heute der, was ist heute, der 8. 8. Mai ist es Muttertag. Ja, deswegen bin ich auch ein bisschen schick gekleidet. Kann man jetzt nicht sehen. Ich habe schon wieder ein Kleid an. Ja, ich habe ein Kleid an und ich werde jetzt gleich dann zu Mama gehen. Und da werden wir dann den Muttertag verbringen. Ja, okay. Also, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss. Jetzt mal gucken, ob ich den Ausknopf sofort drücken kann. Ich bin noch blöd. Eigentlich kann ich auch irgendwo an der Kamera so einen Knopf bedienen, aber finde ich jetzt nicht. Okay, also bis demnächst und tschüss.